Ja, hallo, herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Cool, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Und ja, heute geht es wieder hier um Drift. So, ihr seht, habe ich das Fahrzeug, war mal grau gewesen, habe ich es schwarz lackiert. Gefällt mir sehr gut. Und ich habe einfach mal eine Idee gehabt, mal mir Straßenplatten zu kaufen. Und genau, Sico Control bietet solche Platten an. Wir werden uns mal anschauen, wie darauf das Auto sich verhält. Hier rede ich ums Klappen. Ist allerdings nicht sehr günstiger Spaß. So vier Stück kosten halt schon mal 30 Euro. Und ich habe jetzt mal zwei Sets gekauft. Einmal Kurven, einmal so Sondermatten. Die geraden Matten sind irgendwie ausverkauft, kriegt man nicht mehr. Und ja, bleibt dran, seid gespannt. Habe ich mal diese Kiste hier gekauft, ist wirklich sehr groß. Im Katalog sieht es immer kleiner aus. Das sind die 30 Grad Kurven. Und dann einmal diese Kiste noch hier mit den Sondermatten. Werden wir es einfach mal auspacken, mal eine kleine Straße hier auf den Tisch bauen, wenn es klappt. So, das sind jetzt hier die 30 Grad Kurven. Ich kann mal noch mal schauen, wie man das machen kann, was Flecke. Bande ist mit dabei, das finde ich sehr cool, dass eben das Auto da nicht in der Kurve rausgeschleudert wird. Ich habe mir hier die Begrenzungspfeiler, die Fahrbahnmatten im eigentlichen Sinn hier. Hier noch so Aufkleber, hier nochmal Begrenzung. Ich sehe gerade, habe ich die 30 Grad Teile erwischt. Kann ich gerade mal in der Kurve bauen. Ich stecke mal einfach zusammen wie so ein Puzzle. Das sieht schon mal richtig gut aus. So, Einsteckteile, unser Driftfahrzeug. Ja, so Art Moosgummi-Schaumstoff. Da habe ich jetzt hier eine Kurve. Da müsste ich mir jetzt noch ein paar Platten kaufen. Das mache ich jetzt im Reihenfall nochmal die 30 Grad Platten wahrscheinlich, um hier da eine Kurve zu kriegen. Pins werden hier auch hier noch montiert. Ja, was ich cool finde, eben halt die Streckenbegrenzung. Das kommt von unten dagegen hier. Theoretisch, wenn vielleicht noch so Material irgendwie findet, vielleicht kann man da hier noch irgendwie selber was machen. Hier als Schablone nehmen und dann die dann selber ausschneiden und miteinander verbinden. Geht relativ schnell hier. Das hat ja eine schöne Kurve. Hier die Banden finde ich super cool. Und hier die Pins machen wir über hier und dagegen. Und dann hält das richtig. Erspare ich mir jetzt einfach mal. Jetzt habe ich noch irgendwelche Pfeile. Genau, die Pins sorgen dafür, dass es nicht rausrutscht. So, jetzt probieren wir hier mal, wie das Auto hier auf dem Dings fährt.
Okay, das mal genügten erstmal. Wie gesagt, nicht ganz so optimal, meine Fahrerei, aber denke ich schon, das ist absoluter coole Strecke, die man hier gut nutzen kann. Und habe ich meistens noch die geholt, die Sondermatten. Auch noch Start-Ziellinie, hier noch verschiedene Sachen. Auch mal zusammenbauen hier. Das habe ich dann zusammenbauen. Und kann dann hier so ein bisschen drauf rumdriften. Das würde ich doch lieber so machen. Hier solche Leitplanken dran machen. Schutz, damit mir das Auto nicht hier wegfällt. So, die passen nicht ganz immer hundertprozentig hier. Die einfach nur so hinlegen, als muss er mal ein bisschen drauf rumfahren. So, sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ich glaube, hängt es natürlich ein bisschen durch, müsste ich ein bisschen verstärken. So, dann gibt es noch weitere Tools hier. Diese Reifen und Hütchen sind ja vor drin verpackt. Kann sich hier eine schöne Strecke zusammenbasteln. Mit roten Reifen. Quasi einen Reifenstapel übereinander machen. Ich weiß nicht, alles auspacken. Frisch, reichlich gefüllter Karton. Und schon mal coole Aggressors hier, um hier vielleicht irgendwie so ein bisschen lang zu fahren, zu driften. Hier so ein paar Reifen zu machen, die man fahren muss. Zu heftig.
Bande nicht gehalten. Und vorne habe ich noch einen Lackschaden drauf. Halt. So. Und geklatscht ist, ja. Ja, mein Resümee dazu. Die Platten können wir wirklich gut nutzen. Ein paar Bahnen bauen, allerdings dauert schon ein bisschen länger, die aufzubewahren. Und nehmen doch ein bisschen mehr Platz weg. Hier habe ich jetzt schon so einen Haufen liegen. Theoretisch bräuchte ich noch ein paar Bahnen, um halt ein gescheites Oval zu bauen. Das ist jetzt mit so einer Folie vielleicht doch besser dran. Die ist mit ab 50, 60 Euro. Und hier kommt man auch, die Matten ja auch 50, 60 Euro. Drauf und hat man nicht eine gescheite Bahn hier. Also muss jeder selber wissen, wie gesagt, wenn vielleicht Unebenheiten im Boden sind, bei mir im Fliesen vielleicht auch nicht schlecht. Und wie gesagt, macht die Begrenzung richtig fest. Wenn ihr die irgendwo auf dem Tisch habt, dann knallt euch das Auto sonst runter. Okay, ich hoffe, ihr könnt einen kleinen Einblick haben und ciao dann, bis dann.